Ach, gute Frau, du triffst doch eh nie was, ey. So. Schon mal ein Stück vor. Ah, da wäre ein Kadaver gewesen, den ich hätte aufwecken können. Da habe ich nicht dran gedacht. Ha. Da ist noch ein Basilisk. Ich glaube, ich hole mir auf jeden Fall so eine Apokalypse. Was ist denn das? Ach, das greift meine Drohne an. Da bin ich völlig mit einverstanden, wenn ich ehrlich bin. Ach, komm, ey. Er kann hier gar nichts. Markieren wir einfach mal dieses Target hier. So. So. Makes it easier to hit, aber trotzdem auf ca. 10 cm Entfernung keine Chance. Gut, das war's. Perfekt. Und dann ziehen wir die Drohne mal dahin. So, Full Monte. Dahin. Und sollte doch jetzt den hier fast treffen können, oder? Nee, kann er nicht. Aber jetzt ins Gesicht bitte. Sehr schön. So, sie hier, ne? Kann den machen. So, und jetzt haben wir, ziehen wir davor. Nehmen wir ein bisschen als Schild her, das Ding. Und ich ziehe sie dann jetzt dahin. Also da hier müsste ja, der Kadaver ist irgendwie weg. Naja, egal. Kann sie noch was zaubern, derweil Haze kostet 2 AP, Lightning Barrier. Ich will eigentlich raus. Slow, nein. Also lass mal einfach gut sein gerade. Den Turn, ach so, Coyote hätte ich noch bewegen können, aber egal. So, da kommt der nächste Basilisk. Anmarschiert zu meiner Drohne, sehr schön. Jetzt kann er... Ach, geht gar nichts, ne? Geht gar nichts. Aber ich kann den Basilisken wieder markieren als Target. So, und kann mit den Drohnen draufhalten, was so geht. 1, 2. Auch die Drohne zweimal draufschießen. Oh, ein Crit. Ja, es reicht leider nicht ganz. Full Monte schießt er einmal. Full Monte geht auf die Schrotflinte und kümmert sich um den da. So, noch ein Schuss. So, schade eigentlich. Ignores the path. Schießt. Wieder kaum Schaden. Leider. So. 2 AP sollten reichen. Geht dahin. Und ich will das angreifen. Daneben. Schade eigentlich. So, Coyote. Einer hier. Und dann kann sie zweimal schießen mit der Schrotflinte. Und das sollte es dann aber wirklich für den Lone Star-Kollegen gewesen sein. Nein, sie kann nicht da zweimal schießen, weil sie kann ihn nicht sehen aus irgendeinem unerfindlichen Grund. So, trotzdem war es das erstmal. So. Very nice. Very, very nice. Wir können uns wieder frei bewegen. Und, ich sehe nichts, was ich hier machen könnte. Nur durch diese Tür hier gehen. Error! Door cannot open during base lockdown. Ja, ist aber trotzdem offen, ne? Da ist Sada! Da ist unser Subject. The scientist looks absolutely bewildered. Who are you? Why are you doing this? Are you Sada? What if I say no? Then you'll end up like them. Then yes, 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 I'm Sada! Wait, you're from Ads Technology, aren't you? Oh Gott, wir machen Run für Ads Tech, war ja eigentlich klar. I told them I wasn't interested in working for them. Well, whoever sent me is definitely interested in you. So, that's it? You're just going to hand me over to them? Jesus, these people listen to me. Whoever you are, I know I am a wage slave. I get it. But I shouldn't be a real slave, should I? All you're doing is transplanting me from one corp to another so you can be an employee for life. Shouldn't I have something to say about it? Yeah, of course. If you have something to say about it, you can beat their price. How much are they paying you? 15,000. I can't beat this. Renraku froze all my personal funds while I'm here. For security, all I have on me is 5,000. Let me go and it's yours. Okay. Okay. Wenn mein Geld noch reicht,
um Runner dann anzuheuern. Dann habe ich 8500, das reicht. Dann nehme ich die 5000. Komm, hau ab. So, I'm the good guy, ja. Was erzähle ich jetzt dem Johnson, ist die Frage. Was erzähle ich jetzt dem Johnson? Verdammter Mist. Loading. Schauen wir mal, was der so zu sagen hat, der Johnson. Vielleicht können wir dem ja trotzdem auch noch... Naja, kommt drauf an, wie er drauf ist. So, wenn er uns gleich aufs Gesicht hauen möchte. Weil wir das gemacht haben. Oder... mal schauen wir erstmal, was er weiß. Ne? Man kann ja sagen, ja, es ist schief gelaufen, aber wir brauchen trotzdem noch 1000 Nullien. Wir hatten die von ihm. Funny, you're back, but my people tell me they never got the package. Da hätte man noch was finden können. Diese Paydata hier. Scheiße. Ah, das wäre natürlich gewesen. Yeah, he stepped into the line of fire. Collateral damage. He looks at you for a minute. Then shrugs. Unfortunate. Well, no delivery, no payment. On the plus side, you're wrecked upper and racolab for us. Free of charge. Hope this was worth it. Okay. Keine größeren Probleme. So, jetzt mache ich als allererstes, dass ich das nicht vergesse, den extra AP-Punkt für die Drohne holen. Weil der ist richtig, richtig viel wert mit zwei Drohnen dabei. Das sind 6 Karma. Und, was mache ich noch? Ich könnte... Das wäre mein nächster Rifle-Punkt. Was würde ich denn dafür kriegen? Double Tap. 2 Attacks on a single target. Increase critical hit chance. Ja, gehe ich mal da drauf. Dauert noch ein bisschen, bis ich es habe. So. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt hier runtergehen. Kann mit Mr. Delilah sprechen. Ne, Mr. Delilah. Und dann können wir den Main Run annehmen. I need to put together a team to hit a Telestrian office. So, was mache ich denn? Nehme ich jetzt wirklich Coyote wieder mit? Sie wollte ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Aber der Punkt ist, ich brauche jetzt einen Decker. Ein Decker, wurde mir ja gesagt. Warte mal, ich rede mal kurz nochmal mit Johnny Clean, wie das mit seinem Decker-Kollegen da war. Johnny Clean. Nicht, dass ich da was verpasse, einen Gratis-Runner mitnehmen könnte, irgend sowas. Yeah. I'll ride along with you. Wohin denn? Hä? Habe ich jetzt irgendwas verpeilt? Nee, er kommt mit. Das war's schon. Okay, ja. Das ist... Jetzt verstehe ich. Ja, natürlich war es er selber. War ja klar. Ich hab's natürlich nur verrafft, ne? Den Sprech da. So. Gut, dann brauche ich keinen anderen Decker. Beziehungsweise er holt uns den dazu dann wahrscheinlich. Dann, ach, ich weiß nicht, den Schamanen, der ist zwar ganz cool mit dem Haste, aber irgendwie habe ich doch nicht mehr so viel Lust auf den Schamanen. Was ich aber auf jeden Fall mitnehme, ist Fulmonte. Fulmonte hat sich einfach wirklich bewährt. So. Beer. Irgendeinen guten Mage kann sich natürlich auch gut auszahlen, ne? Der hat jetzt einen Powerbolt auch schon auf 3, die jetzt hier sind. 3 Mages sind das. Ein bisschen Damage wäre halt nicht schlecht. Haben alle Powerbolt auf 3. So, was hier ist so übel offensiv, wie das aussieht. Mit Flamethrower, mit Armor, Weaken Armor und Aim. Beer. Hat einen kleineren Flamethrower, hat Weaken Armor besser, hat Armor besser, ist mehr so ein Supporter. Und Johnny Hex ist mit einem Heal Wound. Wie viel macht denn das? Heals all of the damage from the most recent attack. Okay. Armor, Aim, Mana Ball. Ignores Armor and targets Willpower. And does ongoing
Damage, der gefällt mir sehr gut. Den hätte ich gerne dabei. Sie hätte ich gerne dabei. Jenny Hex. Das Coyote wird ja eigentlich auch besser mit der Zeit. Naja. Komm, ich nehme sie mit, sie ist billig nach wie vor. So, confirm. Und head out to hiring prerequisite. Requires a Decker not fulfilled. Ich habe gedacht, ich habe den Typi dabei. Na gut. Ja, ich glaube, es ist relativ egal, welchen ich nehme von denen, ne? So, Items. Was hat der? Exploder, Execute Shield. Execute Shield, Execute Assassin. Expert System. Und der hat einen Attacker und einen Shield. Hat eine Axt und hat eine Pistole. Ja, komm, dann nehme ich einfach den Trolldecker mit. Der hält auch im echten Leben dann wenigstens ein bisschen was aus. So, jetzt Confirm. Wir schauen uns noch den Ladebildschirm hier an. Ja, Loading. Telestrian Industries. The sleek contour of the Telestrian Industry Building slices through the Seattle skyline, gracefully arcing towards the south, towards its birthplace in the owl nation of Tia Tangier. You stand at the lobby entrance waiting for Zemedis' go signal. The moment extends, stepping over Corp threshold is a little like stepping into a foreign country, or overline. Corporations have power so far above the average citizen that assaulting one seems insane, like threatening the gods of Olympus. Land owned by a multinational is corporate soil, exempt from domestic laws. Their employees aren't state citizens, they are corporate citizens, and their top execs can't be brought to trial for some alleged crime. The runner who goes full frontal on a corp is making a statement, making a name. Three chips on your comlink, it's go time. So, jetzt sind wir also hier im Telestrian Industries, Gebäude, so wie es aussieht. Und Burn Samedi, together again, no mommy. You and Samedi shall do great things this night, great things. Yeah, we're gonna shake the pillars of heaven's body. Sarcasm should have no place between partners. Let us be professional. Point taken. Civil play, but we must be friends. We are allied, you and Samedi. So what's now? These things are easily overcome. Be assured. As you were told, there are some tasks that only you can do from inside the building, just as there are some that Samedi must do from his remote location. We must coordinate for our action. That is all. Boldness and a clear head will win the day. Storming the front desk doesn't sound bold. It sounds insane. Do not be so negative. Samedi has rerouted the guards into the section of the complex. The coast should be clear for you to navigate to the accounting offices. Bon chance. So, new objective. Ja, wir müssen einen einfach decken lassen und beschützen, solange so läuft das hier ab. Aber ich mache jetzt hier eine Aufnahmepause. Wir nehmen schon verdammt lang auf diesmal wieder. Wir sind in einem neuen Abschnitt, das sollte gespeichert haben. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie man sieht, die Story nimmt mehr und mehr und mehr und mehr Fahrt auf. Ich weiß nicht, wie lange das im Endeffekt ist, die Kampagne. Ich denke mal, wir nähern uns schon so langsam dem Finale. Ich bin gespannt, ob wir das in der nächsten Aufnahme dann erreichen, wenn die wieder so lang ist wie diese jetzt. Über 3 Stunden nehme ich jetzt auf. Naja, auf jeden Fall. Ich finde das Spiel immer und immer besser. Ich freue mich drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Ich hoffe, euch macht das auch Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.